Die gestohlenen Beweise müssen hier irgendwo sein. Pass besser auf. Hier treibt sich eine Menge Albion Security herum. Okay, das wird ein Spaß. Nach Freight One zeigen wir es den Typen. Konzentrieren wir uns lieber darauf, Claires Ausrüstung zu finden, ja? Jemand manipuliert unsere Drohnen. Alles sauber hier. Drohne, Sektor der Stufe. Du hast Claires Ausrüstung gefunden, einschließlich ihres gesicherten Datenlaufwerks. Daran wurde überraschenderweise wohl nicht herumgebastelt. Das heißt, der Audiobeweis ist vermutlich intakt. Das?
kommst du nicht an. Checke die letzte bekannte Position. Seht an der letzten Position nach. Sichtkontakt verloren. Alles absuchen. Drohne, Suche beginnen. Und ich weiß, dass du mich hörst. Reden wir. Wir sagten doch, der Premierminister lehnt ab. Briten lieben private Militärdienstleister im Auslandseinsatz, aber nicht in London. Dieser Narr. Die ganze Stadt, das ganze Land kollabiert bald. Das Militär mit Klebeband zusammengehalten, die Polizei in heilem Aufruhr. Jemand muss die Leute retten, Nigel. Jemand Starkes. So ist es. Ich habe schon alles geplant. Die besten Ziele sind die Toan-Konferenz, das Parlament und King's College Hospital.
Ich sorge dafür, dass ausländische Teams die Logistik übernehmen, aber ihr besorgt die Bomben. Unbedingt. Das darf nicht zu mir zurückverfolgt werden. Du vergisst da etwas. Und ihr bekommt Zugang zu Filament, wie abgemacht. Verschwinde jetzt. Verzieh dich jetzt, sonst bringen sie dich um. Mit dieser Stimme möchte man ihm seinen hochnäsigen Arsch in einer Schublade einklemmen, was? Und Zero Day wusste, welche Strippen gezogen werden mussten, damit sie kriegen, was sie wollten. Filament. Und Cass war bereit, es gegen die Schlüssel zur Stadt zu tauschen. Fuck! Mann, ich dachte immer, es gäbe noch eine Chance, dass er... Fuck! Dass er der Mann sein könnte, für den du ihn hältst. Sorry, Hamish. Falls es den jemals gab, passt er jetzt weg. Wir müssen diese Informationen unter die Leute bringen. Du hast recht. Wenn's geht, komm zum Piccadilly Circus. Ich habe mit Bax an etwas gearbeitet und dieser Beweis ist das Tüpfelchen auf dem i.